Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass eine neue Drohne angeschafft werden soll. Ja, unser Verteidigungsministerium will jetzt waffenfähige Drohnen haben. Sehr schlimm. Und was mit diesen Drohnen weltweit passiert, hat Jürgen Todenhöfer berichtet. Und das ist ziemlich erschreckend. Ich würde euch das gerne mal vortragen. Dazu müsst ihr wissen, das passiert natürlich auch von deutschem Boden aus. Drohnen werden von deutschem Boden gesteuert. Rammstein, Stuttgart, das sind Mordzentralen. Von dort werden Menschen umgebracht, von deutschem Boden. Das müssen wir alle wissen. Wir werden dort demonstrieren. Wir haben eine Demo angemeldet und werden im Juni in Rammstein stehen. Gut, kommen wir zu dem Text. Liebe Freunde, der US-Drohnenkrieg ist Staatsterrorismus. Mitgesteuert aus Rammstein, Deutschland. Unsere Regierung macht sich strafbar, wenn sie das zulässt. Und begibt sich auf einen Irrweg, wenn sie morgen den Startschuss zur Produktion eigener Killerdrohnen gibt. Unsere Kinder werden in einer eiskalten, mörderischen Welt leben, wenn wir diese Entwicklung nicht stoppen. 90% der Drohnenopfer sind Unschuldige. Der pakistanische Opferanwalt Akbar, mit dem ich kürzlich telefonierte, sagte glasklar, mehr als 90% der über 40 Opfer der Drohnenangriffe auf Waziristan seit Januar 2015 waren gar nicht Ziel des Angriffs, sondern Kollateralschäden. Nur ein viertrangiges, unbekanntes Al-Qaida-Mitglied wurde ausgeschaltet. Die anderen hatten halt Pech. Vor kurzem musste sich US-Präsident Obama öffentlich dafür entschuldigen, dass bei einem Drohnenangriff im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet versehentlich auch eine amerikanische und eine italienische Geisel getötet wurden. Für die mehreren tausend pakistanischen und afghanischen zivilen Drohnenopfer hat er sich nie entschuldigt. Welches Blut ist offenbar wertvoller und Charakter Glückssache? Wenn wenigstens unsere Regierung Charakter hat, muss Außenminister Steinmeier den US-Botschafter einbestellen und ihm klar machen, dass von Deutschland aus keine illegalen Tötungen mehr durchgeführt werden. Steinmeier! Sonst sind wir kein Rechtsstaat mehr. Gleichzeitig muss der Stationierungsvertrag veröffentlicht werden, um sicherzustellen, dass die USA in Deutschland die deutsche Verfassung zu respektieren haben. Oder um ihn zu kündigen. Der Drohnenkrieg aus Rammstein ist längst ein Fall für deutsche Staatsanwälte. Doch wer legt sich schon mit den USA an? Als kurzen Zwischeneinwurf, wir haben es gemacht. Wir haben in Erfurt gerufen, Army go home. Und wir haben in Vilseck gerufen, Army go home. Dort sind viele Soldaten stationiert und wir werden in Rammstein auch wieder Army go home rufen. Wenn die anderen zu feige sind, sich mit ihnen anzulegen, wir werden es tun. US-Politiker lieben Drohnen. Sie ermöglichen es, risikolos angebliche Feinde zu töten. Ohne dies Krieg oder Todesstrafe zu nennen und sich mit Kongress, Völkerrecht, Anwälten, Gerichten und Medien lange herumschlagen zu müssen. Die US-Regierung hat die Verantwortung für Drohnenangriffe der CIA übertragen, deren Agenten früher oft persönliche Gefahren eingehen mussten, um vermutete Staatsfeinde gezielt zu ermorden. Drohnen nehmen den Agenten jetzt bei ihrer illegalen Tötung jedes Risiko ab. Im Kern sind Kampfdrohnen außergerichtliche Hinrichtungsgeräte der Geheimdienste, fliegende Guillotinen. Die Fehlerquote der Drohnenschläge ist aus vielen Gründen extrem hoch. Zum einen, weil die bezahlten Spitzel am Boden den US-Fahndern oft unschuldige, persönliche Feinde oder Konkurrenten als Terroristen melden. Hochrangige Al-Qaida-Figuren zu nennen, ist ihnen viel zu gefährlich. Dieses Spitzelproblem wird kein Killerdrohnenstaat der Welt je unter Kontrolle bekommen. Zu verführerisch ist es für manche Leute, ihre persönlichen Gegner diskret durch amerikanische Drohnenschläge wegräumen zu lassen und dafür auch noch Geld zu bekommen. Unsere Berliner Politiker haben das bis heute nicht kapiert. Sie waren ja auch noch nie in Waziristan. Sie kennen die massive Abhängigkeit der Drohnen von gekauften, zwielichtigen Spitzeln gar nicht. Zum anderen steigt die Fehlerquote dadurch, dass bei sogenannten programmierten Drohnenschlägen, Signature Strikes, schon vage beschriebene Tätigkeiten und Verhaltensweisen als terrorverdächtig gelten. Das führt zu grotesken Fehlbeurteilungen. So töteten am 24.10.2012 programmierte Drohnenanschläge
In Nordwaziristan die 67-jährige Großmutter Momina Bibi beim Okra-Schotenpflücken auf ihrem Gemüsefeld. Mehrere ihrer Enkel wurden verletzt. Die Drohne hatte angenommen, Momina Bibi vergrabe gerade einen Sprengsatz. Doch derartige Verbrechen interessieren US-Politiker nicht wirklich. Als Mominas Sohn Rafik zusammen mit zwei seiner Kinder vor dem US-Kongress die Tragödie seiner Familie schilderte, waren lediglich 5 Abgeordnete anwesend. Nur der Übersetzer weinte. Noah Behram ist weltweit der einzige Fotograf, der in Waziristan Drohnenopfer fotografieren darf. Er hat unzählige Drohnentote gesehen und Schwerverletzte. Bitter, sagte er mir im Juni 2014 in Islamabad, er gehe bei den damals 3.500 pakistanischen Drohnentoten von maximal 30 relevanten Militanten und 60 unbedeutenden Fußsoldaten aus. Weit über 90% der Getöteten seien Zivilisten, Unbeteiligte. Alle anderen Zahlen seien Propagandamärchen. Für die Drohnenanschläge im Jemen, in Somalia und so weiter gilt dasselbe. Trotzdem plant jetzt auch Deutschland zusammen mit Frankreich und Italien die Entwicklung einer kampffähigen Drohne. Am Montag soll der hierzu erforderliche Vorvertrag unterschrieben werden. Also vielleicht ist es gerade geschehen. Die Bundesregierung begibt sich damit auf einen gefährlichen Irrweg. Vielen unschuldigen Zivilisten wird diese Entscheidung eines Tages das Leben kosten. Die Befürworter von Drohnen behaupten, Drohnen schützen das Leben unserer Soldaten. Das ist ein Denkfehler. Das Leben der Soldaten schützt man am besten dadurch, dass man Kriege erschwert und durch Verhandlungen überflüssig macht. Nicht aber dadurch, dass man Kriege noch erleichtert. Drohnenangriffe sind Terrorzuchtprogramme, die am Ende auch unsere Soldaten, unsere Zivilbevölkerung und unsere gesamte Werteordnung gefährden. Wenn auf der ganzen Welt Killerdrohnen eingesetzt werden, wird es weltweit immer mehr Terroristen geben. Unsere Terroristenjäger merken noch immer nicht, dass sie Terroristenzüchter sind. Ich bin für starke moderne Streitkräfte zur Verteidigung unseres Landes, damit potenzielle Feinde nie auf dumme Gedanken kommen. Aber nicht, um Angriffskriege zu führen. Zur Verteidigung braucht Deutschland keine Killerdrohnen. Ich weiß, man kann die Modernisierung von Waffensystemen nicht aufhalten, aber man kann versuchen, Waffen zu ächten, die gezielt rechtswidrige Angriffe erleichtern oder besonders abscheulich sind. Beispiele: das Verbot von Chemiewaffen, biologischen Waffen, Landminen, Streubomben. Kampffähige Drohnen sollten als nächstes auf die Ächtungsliste und nicht auf die Liste der großen neuen Militärprojekte der Bundesregierung. Wir sollten daher nicht nur die illegalen US-Drohneneinsätze von Rammstein verhindern, sondern Killerdrohnen generell verbieten. Auch Deutsche, auf einer von der UNO organisierten Rüstungskontrollkonferenz, man muss nicht alle Waffen einsetzen, die das Töten vereinfachen. Drohnen erleichtern den Krieg und werden zum eiskalten, automatisierten Roboterkrieg führen. Viel wichtiger als intelligente Waffen wären intelligente Politiker. Doch danach wird nicht geforscht. Hier ein passendes Bild dazu. Lieber intelligente Politiker als intelligente Waffen. Liebe Leute, das ist dramatisch, das ist traurig und es müsste mehr Leute geben, die Stimme erheben und das ansprechen. Und ich bin froh, dass es solche gibt wie Jürgen Todenhöfer. Ein CDU-Politiker, einer, den die Linksdoktrinierten wieder als rechts einstufen würden. Aber ein Aktivist, ein Friedensaktivist, der vor Ort steht, der sich in Gaza oder der sich dem Islamischen Staat gestellt hat, der mit allen Menschen geredet hat. Nur Dialog führt zum Frieden und nicht das Anfeinden von Andersdenken.